Ja, hallo, grüß euch. Ja, da habe ich doch heute Morgen oder heute Nacht vielmehr gedacht, na Gott sei Dank, jetzt habe ich ja alles soweit gesagt, jetzt kann eigentlich jeder wissen, okay, komm, keine Panik vor irgendeinem Gott, sprich dich heilig, das darauf ist jeder angewiesen, dass man sich selber heilig spricht, jetzt ist doch eigentlich alles gut. Da wache ich heute mit dem Wissen auf, sag mal, es ist völlig egal, was ein Mensch sagt. Es wird immer nur auf das Gefühl ankommen. Mit dem, wenn er was sagt. Immer nur auf das eigene Gefühl. Das Universum, das große, große, große Universum, was wir da am Firmament sehen, das wird aus den Emotionen errichtet. Nicht aus dem, was wir denken. Nicht aus dem, was wir zueinander sagen. Aber durch die Emotionen, die wir dabei auslösen, in uns und in anderen. Ja, so habe ich auch geguckt. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Ja, natürlich ist das wahr. Und wenn du mal genau darüber nachdenkst, weißt du auch, dass es so ist. Es ist völlig uninteressant, wer was wann zu wem sagt. Aber was immer entscheidend ist, ist die Emotion, die dich dabei begleitet und die natürlich dann in dem anderen irgendwie ausgelöst wird. Ich habe heute Nacht einen Kommentar gelesen zu meinem Video, es sagt dem Motto, oh Mensch, da mal, lies die Bibel, lies die Bibel. Nicht, bevor du irgendwas lehrst. Also zunächst einmal, das ist mir neu, dass es einem anderen zusteht, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Das ist also, glaube ich, niemandes Recht. Da ist schon etwas, ich bin schon über 18, bin also schon mündig. Und wenn ich mich entscheide, irgendwas zu erzählen, dann sage ich das. Dazu kommt noch was anderes. Ich lehre hier nicht. Ich lehre nicht. Genauso wenig, wie ich hier Anhänger habe oder Fans habe, lehre ich oder unterrichte ich irgendjemanden. Das steht mir gar nicht zu. Das steht niemandem zu. Aber ganz bestimmt kann man etwas auch weitersagen. Und sagen, du hör mal, also schön, was du da alles dir so ausmalst, aber denk mal bitte daran, es wird immer auf die Emotionen ankommen, die du hast. Und die Emotionen müssen für dich selbst, für deinen eigenen Geist, durch irgendwas untermauert sein. Mit anderen Worten, ich kann mir ja irgendwelche Luftschlösser bauen. Kein Thema. Kann mir das so vorstellen, wie toll es ist, ein Haus zu haben, ein Riesenhaus, was natürlich größer ist als alle anderen Häuser und so weiter. Einen gewaltigen Fuhrpark mir vorstellen. Wenn ich aber nur, sagen wir mal, 280 Euro im Monat zur Verfügung habe, dann werde ich es wahrscheinlich nicht bezahlen können. Und dann meldet sich sofort der Verstand. Und jetzt fangen wir an zu zählen, zu rechnen. Zu überlegen, warum haben wir denn nicht mehr Geld? Jetzt fangen wir an zu überlegen, warum denn wohl nicht? An uns kann es ja wohl nicht liegen, warum hat da wohl irgendjemand wieder und so weiter und so fort. Und schon sind wir in der Erbsenzählerei drin. Die interessiert aber im Universum niemanden. Darf ich dich daran erinnern, dass du, da du ein denkender Mensch bist, an dem gewaltigen Schöpfungsprozess der Welt beteiligt bist und damit nicht nur der Welt ist und hier auf der Erde, sondern generell? Das Universum ist ein gewaltiger Schöpfungsprozess und jeder Mensch, der denkt, ist daran beteiligt. Durch die Emotionen, die er hat. Und dabei ist niemand so wachsam wie dein eigenes im Klartext Gewissen. Du wirst nie ein gutes Gefühl haben, wenn du jemand anders was gemobst hast. Es sei denn, du bist erst 4 Jahre alt. Und dann hast du da einen Keks gemopst und freust dich, dass du den Keks jetzt isst und hoffst, dass es niemand entdeckt. Das ist ja so, sagen wir mal, es zaubert allen Beteiligten ein Lächeln aufs Gesicht. Aber mit 30 Jahren jemand was zu mopsen, gibt's meistens keinen Schokoladenkeks, sondern irgendwie, das geht dann in andere Dimensionen und das kann andere Menschen gewaltig in Verwirrung stürzen. Das heißt, der Anlageberater, der wohl wissen, dass er das, dass er seine Kunden ins Unglück bringt, da irgendwelche faulen Papiere verkauft, hat nicht nur ein echt schlechtes Gefühl, sondern seine Kunden haben das auch. Und das ist eine ziemlich miserable Sache. Und hier kneift das Gewissen. Und das Gewissen ist ein Hund. Nicht so sehr, weil ich anderen gegenüber so ein schlechtes Gefühl habe, denn das ist aber durch die Schwingung geregelt, wer da gerade zu mir kommt. Aber wenn ich anderen die Hucke voll lügen würde, errate mal, was das in mir selbst für ein Gefühl auslösen würde. Selbst den hartgesottensten Hund lässt das nicht kalt, dass er, sagen wir mal, sein Geschäft auf Drogen basiert, also finanziert hat
Und dass er, sagen wir mal, ein Millionär geworden ist, weil er immer hübsch irgendwelche immer hübsch Drogen verteilt hat an irgendwelche Süchtigen und weiß doch ganz genau, in was für einem Elend sie leben. Das lässt niemanden kalt. Auch den nicht, der dafür verantwortlich ist. Darum sind die ja so auf der Hut vor irgendwelchen Leuten, die sie erschießen oder brauchen da Leibgarden bis zum Geht nicht was. Kein Diktator führt ein gutes Leben. Er mag sich ja beeindruckt fühlen von den lächerlichen Paraden, die da aufgeführt werden, aber sind natürlich lächerlich. Und jeder der Beteiligten weiß das. Aber sie kommen da nicht raus. Aus dieser Spirale, erst einmal nicht. Bis sie rauskommen. Und für diesen Tag fürchten sich die Diktatoren. Vorläufig kann man Menschen mit ihrer Angst noch in Schach halten, aber ich bin nicht sicher, dass wir das noch so lange, dass das noch lange so getrieben werden kann. Vorläufig sind wir dabei, also noch uns in irgendwelchen Verwirrungen, in Angst, in Panik und Gefühlschaos zu verstricken, weil wir die Sachen, die wir da anderen Menschen auftischen, für relevant halten. Ich würde mal sagen, wir hören mal kurz damit auf. Dein Universum, wie das Universum aller Menschen, denn du hast natürlich ein Universum, du hast einen Kopf zum Denken, meine Güte nochmal, du hast einen Körper, der aus 70 Millionen, pardon, Billionen Körperzellen besteht. Hallo? 70 Billionen Körperzellen und sie alle haben ein Bewusstsein, was du gerade mal an deinem klebt. Und das soll nicht wichtig sein? Diese 70 Billionen Körperzellen verbinden dich mit allen anderen im Universum, die genau denken, die genau gleich denken. Die genau gleich fühlen, weil das, was sie denken, sie in eine bestimmte Emotionszustand versetzt. Und das hältst du für unwichtig? Das halten 70 Millionen Menschen hier für unwichtig? Darf ich eine kurze Bemerkung machen? Kein Wunder, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Und kein Wunder, dass ich auch mal zu denen gehörte, die dieses ganze Chaos mitverantwortet haben. Also weil das, was ich damals sagte, war auch nicht gerade so prickelnd. Andererseits habe ich mich gewundert, warum ich mich immer irgendwie gut fühlte. Bis auf die paar Tage, wo ich mein Kind schmerzlich vermisste, wo ich von der Bösartigkeit und Niedertracht, die die einzelnen Beteiligten dazu veranlasste, mir meine eigene Tochter wegzunehmen, als sie gerade mal 2 Jahre alt war. Also angesehen, also von diesen paar Tagen, wo ich wirklich entsetzt war, ging es mir eigentlich immer irgendwie gut, auch wenn es mir körperlich schlecht ging, aber es ging mir irgendwie gut. Innerlich war immer irgendwas, war immer so jemand, Dagmar, keine Panik, alles okay, wir sagen dir schon, was los ist. Na ja, okay, dann warte ich halt ab und ging dann in die Küche und trank meinen Tee. Was soll ich sonst machen? Es hat lange gedauert. Ich schäme mich, es einzugestehen, aber es dauerte ungefähr 20 Jahre. Bis ich begriffen habe, worum es überhaupt ging. Es ginge nicht um die einzelnen kleinkarierten Bemerkungen, aber es geht darum, dass deine eigenen Gedanken dich heilig sprechen, dich in Kristallschwingung versetzen. Denn Kristallschwingung heiligt dich. Ich habe mich auch immer gewundert, warum wir von Kristallschwingung geredet haben. Natürlich, Kristallschwingung heiligen dich ja, heiligen dich ja. Und wenn du also einen Grund haben willst, warum du gerade du, ausgerechnet du, heilig sein solltest, ja, dann deshalb, weil du alles in Kristallschwingung versetzt. Und zwar durch das, was du denkst. Siehst du, Denken ist die schwächste Kraft im Universum. Vergleich mal mit der Gravitation. Die Gravitation ist physikalisch gesehen die allerschwächste Kraft. Die allerschwächste Kraft im Universum. Aber durch die Vielzahl derer, die an dieser Gravitation beteiligt sind, ist sie so massiv wirksam. Gravitation ist ja schwach, eigentlich. Aber durch die geballte Masse wirkt sie sehr stark. Rat mal, was deine Gedanken tun. Der Satz, ich bin heilig, ich versetze alles in Kristallschwingung, wird nach einer Zeit dazu führen, dass du das selber begreifen kannst, dass du selber das Gefühl bekommst, dass du es bist. Und um das Gefühl geht es ja. Es ist eine Katastrophe, dass in diesem Land mit Millionen Menschen immer nach Beweisen schreien und immer hoffen, dass ein Moment, ich muss ins Wort richtig hinkriegen, dass irgendein Investigativjournalist ihnen die Welt erklärt.
Ich möchte wetten, dass der Gewalt wie eine gescheitert bekommt. Und von wegen, ich habe es hier gut gemeint. Niemand hat das gut gemeint, wenn ich also immer meine Nase in irgendwas rumschnüffel, was mich überhaupt nichts angeht, um dann anschließend triumphierend den da zu Fall zu bringen. Himmel, Donnerwetter. Vergiss nie, dass deine eigenen Emotionen dich schützen werden. Deine Emotionen sind Schwingungen. Ihr wisst schon, das ist das, was die Physik so wahnsinnig verlacht, obwohl sie ganz genau weiß, dass jeder mit den Schwingungen hat. Achtung bitte. Mit allem, was du sagst, Vorsicht bitte. Alles wird dich eine wirklich gute Schwingung versetzen, wenn du anfängst, dich selbst heilig zu sprechen. Ein anderer kann das nicht. Als gesagt worden ist hier diesmal die Bibel oder irgendwie so etwas. Als da gesagt worden ist, das Ego ist ja so ganz furchtbar und das Ego, du musst dein Ego abschreifen und so etwas. Himmel, Herrgott, nochmal, der Satz wurde vor 5000 Jahren gesagt. Und damals war das auch notwendig. Vor 5000 Jahren, ja. Etwa zur gleichen Zeit erschien ein Grieche, betrat da ein Grieche die Weltbühne, der dann sagte, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das war damals, zu der damaligen Zeit, verdammt nötig. Denn wir waren dabei, bereits, wenn auch uns nur jemand da schräg angesehen hat, ihn und dessen ganze Sippschaft auszulöschen, auszurotten, nur weil der uns gerade mal nicht gefällt und weil wir uns für wichtiger halten als er. Denn das muss dabei gesagt werden. Ich kann mich heilig sprechen, so viel und solange ich lustig bin. Aber Gnade mir Gott, wenn ich es wagen würde, mich über einen anderen Menschen zu erheben und mich über den zu stellen. Ich kann mich heilig sprechen, solange ich lustig bin. Und es wird immer zutreffen. Ich werde immer heiliger, ich werde immer reiner, meine Gedanken werden immer freier, die werden mich immer wieder mehr mit wirklich guten Emotionen versorgen und einer richtig guten Schwingung und alles wird richtig tutti und alles wird richtig prima werden. Aber Gnade mir Gott, und er wird es dann hinterher mal tun, wenn ich es wagen sollte, mit dem, was ich zu jemandem sage, ein Bein zu stellen oder in irgendeiner Weise anflaume. Oder beleidige oder beschimpfe oder sonst irgendwas. Das wird eine Katastrophe für unsere jungen Leute, weil das für unsere Jugendlichen oder so. Und keiner sagt es ihnen. Stattdessen kommt der Religionsunterricht oder Koranunterricht oder was weiß ich was, so ein dermaßen altes Gebrabbel zustande, wie sie es vor 5000 Jahren gesagt haben. Wo möchtet ihr eigentlich alle hin? In die Zeit vor 5000 Jahren? Einige sind so eifrig dabei, die Bibel zu lesen und so bibeltreue Christen zu werden, dass ich sie beruhigen kann. Bestimmt wird sich da im Jahre 2000 vor Christus oder im Jahre 100 nach Christus oder 300 vor Christus oder 200 nach Christus, da wird sich dann schon ein Plätzchen für die finden. Keine Panik. Jeder so, wie es nach seinem emotionsgeladenen Wesen, wo er dahin gehört, wo es hinpasst. Die Materie ist äußerst beweglich und sie ist äußerst veränderlich. Das weißt du, wenn du mal einen Apfel auf dem Küchentisch stehen lässt und nach 3 Tagen anguckst, wie er wohl aussieht. Die Materie bewegt sich, und zwar andauernd. Wir haben es nur im Zeitlupentempo hier vorgefunden, damit wir genau erkennen, wo wir stehen. Und zwar, damit wir genau erkennen, was unsere Emotionen mit uns gemacht haben. Wo wir stehen, ist überhaupt nicht wichtig. Die Materie ist völlig, völlig unwichtig. Aber nicht die Emotionen, die dazu führen, dass sich die Materie von dir so aufbaut, wie sie sich aufbaut. Das ist ein Paradoxon, ja. Das ist etwas paradox. Einerseits ist das überhaupt nicht wichtig, was ich zu anderen Menschen sage. Andererseits bedeutet es für mich die Welt. Warum? Weil es eine Schwingungsfrage ist, ob die Menschen das hören, was ich höre, was ich ihnen sage, oder ob sie das hören, was ich ihnen sage, oder ob sie es von jemand anders hören, das spielt in diesem Fall überhaupt gar keine Rolle. Und was das, was ich zu anderen Menschen sage, in mir auslöst. Das ist ein kleiner Unterschied. Ein anderer Mensch kann das hören, was ich sage, und sich fragen, was ja, kann sein, ist das wirklich so, guckt sie das kurz an. Ein anderer Mensch sagt, ja, das war ganz großes Gequatsche, was soll der Quatsch überhaupt, wer will die Tante da überhaupt? Oder ein anderer sagt, du liebe Zeit, ich spreche mich hier heilig.
Heilig, heilig, heilig. Heilig heißt intakt. Das heißt, da gibt es keine Fehlfunktion mehr. Oder geht irgendjemand in ein Kaufhaus und kauft eine kaputte Uhr? Nein, er will eine intakte Uhr haben. Okay. Was das, was ich sage, in dir auslöst, weiß ich nicht. Aber ich weiß, was es in mir auslöst, wenn ich es sage. Mir dämmert, dass ich an dem Schöpfungsprozess des Universums beteiligt bin. Weil ich eben denke. Woraufhin sich, Klein Dagmar, das bin ich, sich natürlich ungeheuer wichtig vorkommt. Bis mir auffällt, dass ich und Scharen, Milliarden, Trilliarden, Zillionen, Trillionen, Trillionen, was weiß ich wie viele, das ist eine nicht zählbare, das ist unzählbar, wie viele daran beteiligt sind. Und ich nur ein klitzekleines Licht in all diesem ganzen Universum hier bin. Und ich werde nie etwas anderes sein. Ich kann nichts anderes sein. Weil mir das gleiche Quantum zugestanden wird, wie allen anderen auch. Ich kann aus meinem kleinen Fleckchen hier, auf dem ich hier sitze, auf dem ich hier bin, ein Heiligtum errichten. Aber ich kann es nicht. Ich kann mein Heiligtum nicht in andere Menschen einpflanzen und sagen, so hier, jetzt bete das mal an und ja, hör, hör. Ne? Nee, ist nicht. Ich spreche mich heilig. Andauernd. Und ich kann mich heilig sprechen, solange ich will. Und weil das in mir ein sehr gutes Gefühl auslöst, will ich es dauernd. Aber Gnade, mir Gott, wenn ich es wage, mich daraufhin über andere zu erheben. Denn ich muss erkennen, dass der andere das gleiche Recht hat, sich nämlich heilig zu sprechen. Demzufolge natürlich alles die Butter vorfinden. Es gibt einige Klippen zu überspringen, ja. Wir haben ja die Pfeilen ausgelegt und wir haben sie ja nun für eine Menge Stolpersteine gesorgt. Das lässt sich leider nicht abstreiten. Das lässt sich nicht abstreiten. Wir haben sehr viel getan, um in uns ein gutes Gefühl rauszukitzeln. Wir haben gedacht, wenn wir, den ersten Preis bei der Mr. Universum oder Miss Universum oder sowas gewinnen, einen Titel bekommen oder sonst irgendwas, dass wir uns dann gut fühlen. Wir haben gedacht, wenn wir die Rolle als Schauspieler die Rolle bekommen, dann fühlen wir uns gut. Wir haben gedacht, wenn wir diese Arbeit abgeben und die ist doch ganz toll und wir eine gute Note kriegen, fühlen wir uns alle gut. Wir haben gedacht, wenn wir die und die Arbeit besonders gut machen und ich da so ein kleines Sternchen an meiner Brust kriege oder so, dann fühle ich mich besonders gut. Das ist eine Augenblickssache, vielleicht für zwei, drei Sekunden. Und wenn du es dann auch noch erschummelt hast, dann fühlst du dich überhaupt nicht gut, weder in dem einen noch im anderen Fall. Das Universum, man kann es nicht genug betonen, ist ein Schöpfungsprozess, der auf Emotionen der Menschen basiert. Eines jeden denkenden Wesens, eines jeden fühlenden Wesens. Und während wir noch diskutieren, ob Tiere wohl Emotionen haben, haben wir sowas Ähnliches wie Massentierhaltung. Ich möchte mich dazu jetzt erstmal nicht näher äußern, aber du kannst dir vorstellen, was ich damit meine. Wir brauchen dringend eine Gesellschaft, die begriffen hat, dass es hier um Emotionen geht. Natürlich gibt es einige herausragende Mitglieder, gar keine Frage, richtig gute meine ich so. Heinz Erhardt gehört dazu, Loriot, Otto Walkes. Nachdem man sich seine Show angesehen hat oder nachdem man sich das angesehen hat, was er gemacht hat, besonders was er früher gemacht hat, fühlt sich keiner schlecht. Und der erreicht ein Millionenpublikum. Also es gibt Menschen, die kriegen das ja irgendwie hin. Die wissen nicht, dass sie es hinkriegen, aber sie kriegen es hin. Aber wir haben, also ich nehme stark an, dass auf diesem Kanal Menschen sind, die irgendwie Satan ist, die wollen wissen, wie kommt das alles zustande? Und dabei lag die Antwort praktisch vor, die lag bei uns, die lag nicht vor unseren Füßen, die lag in uns drin.
Wenn immer ich was denke, was mich erfreut, dann freue ich mich und dann habe ich natürlich irgendwie, dann habe ich eine super gute Ausgangsposition, eine super gute Ausgangslage. In dem Moment, wo ich es allen erlaube, mir das total kaputt zu hauen, dann wird es mir wahrscheinlich sehr schlecht gehen. Bis ich dahinter komme, dass das Einzige, was von mir verlangt wird, ist, dass ich mich selbst niemals, dass ich selber niemals es versäume, mich heilig zu sprechen, um in mir ein gutes Gefühl zu erzeugen. Und wenn Hiob das auch gewusst hätte, dann hätte er nicht von Krankheit dahin vegetieren müssen. Und was die Bibel dann daraus gemacht hat, wissen wir, darum lassen müssen wir deshalb bleiben, heute noch diesen Quatsch anzunehmen. Aber würdest du dich bitte heilig sprechen? Das Universum wird auf die Emotionen aufgebaut und auf gar nichts anderes. Und wenn du mir erzählen willst, dass du allen Ernstes glaubst, dass das Universum aufgerichtet wird, dadurch, dass sich da irgendwelche Mathematiker und Physiker und was weiß ich, was die Köpfe heiß reden, wie man es wohl am besten aufbauen kann, würde ich dir einfach nicht glauben. Das erfährt auch kein Mensch so. Ein Physiker mag sich gut dabei gefühlt haben, weil er alles errechnet hat oder sonst irgendwas, aber in dem Augenblick, wo er mit seinen Erkenntnissen die Welt schockt, ist das so keine lustige Idee. Und wenn irgendwelche Wissenschaftler vor irgendetwas warnen und den Leuten Angst erzeugen, ist das auch keine gute Idee. Sie erzeugen Angst, sie erzeugen Panik. Es waren unsere Emotionen, die uns in diese Patsche reingeritten haben. Also führen auch unsere Emotionen und uns da wieder raus. Unsere Emotionen kommen durch das zustande, was wir sagen und was wir denken. Also dann werde ich wohl eilends dafür sorgen, dass das, was ich denke und das, was ich sage, mich in eine wirklich hohe Schwingung bringt. Damit das, was da so von irgendwelchen Wissenschaftlern da befürchtet wird, ja so Alarm schlagen, die lieben es, Alarm zu schlagen, sie gehen ganz darin auf, Alarm zu schlagen, damit das nicht eintrifft, bevor sie Alarm schlagen. Ich meine, eines ist sicher, die Erdumwälzung, die zurzeit im Gange ist, tut den Menschen nicht besonders gut. Ob wir daran beteiligt gewesen sind oder nicht, natürlich waren wir das. Aber das zu diskutieren ist ziemlich müßig. Und jetzt die Schuldigen herauszupicken, ist auch ziemlich müßig. Die Frage ist, was können wir tun, um ein allgemeines, verträgliches Klima auf der Welt zu erzeugen? Und damit meine ich nicht bloß das Wetter. Und dafür brauchen wir unsere Emotionen. Wir brauchen dafür die Emotionen. Es lässt sich gar nicht mehr bestreiten. In 10, 20 Jahren weiß das jeder. Also würdest du bitte dafür sorgen, dass in deinem Umfeld durch dich selber kein Unfrieden oder Unzufriedenheit herrscht. Und hör auf, das mit anderen auszudiskutieren. Darum geht es hier nicht mehr. Es interessiert überhaupt nicht mehr, wenn was wo gesagt hat. Gar nicht. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, dass es angesichts des Schöpfungsprozesses im Universum, an dem du beteiligt bist, irgendjemand sich dafür interessiert, ob du wohl ein Ticket für Schwarzfahren bekommen hast. Oder ob sich irgendjemand dafür interessiert, sich irgendjemand für deinen Steuerbescheid interessiert. Oder sich irgendjemand dafür interessiert, ob du da dich, was weiß ich, wo verrechnet hast. Es interessiert überhaupt nicht, was du getan hast, ob du was vergessen hast. Aber es interessiert sehr wohl, was für Emotionen jetzt in dir hochkochen. Denn angesichts dieser Emotionen bist du daran beteiligt, in welche Richtung sich das ganze Leben um dich herum bewegt. Und bist dann an dem Platz der Schöpfung, der die gleichen Emotionen hervorbringt. Aus welchen Gründen auch immer. Es ist ein bisschen, ich glaube, diejenigen, die ein bisschen von Homöopathie eine Ahnung haben, die begreifen gut, was ich damit sagen will. Das gleiche Mittel, was bei einem anderen Menschen für seine Knieschmerzen hilft, kann dem anderen gegen seine Ohrensausen helfen. Und ein anderer, da hören die Brustschmerzen auf. Es ist das gleiche Mittel und es wirkt auf drei verschiedene Bereiche. Mit dem kleinkarierten Denken eines Menschen, aus den 70er, 80er, 90er Jahren, was weiß ich was, kriegen wir das rational nicht auf die Reihe, warum das so ist. Wir müssen ein bisschen über unser Denken hinausgehen. Das heißt, über unser Denken hinausgehen heißt, sich gut zu überlegen, welcher Gedanke löst welche Emotionen aus, die maßgeblich daran beteiligt ist, was dir in deinem Leben passiert.
und entsprechende Emotionen in dir auslösen wird. Danke fürs Zuhören. Das gibt jetzt einiges zu bedenken. Auf jeden Fall. Weil du die Emotionen in dir niederkämpfen musst. Ich komme wieder einmal mit dem Buch für Kinder vom Bahnhof zu. Ganz am Ende des Buches heißt es, dass dieses junge Mädchen, die war damals keine 15, dass sie da in sich sagte, ich kämpfte alle Gefühle nieder. Das kannst du machen, aber das Problem wird sein, welche Gefühle. Du kannst alle Gefühle des Zorns, der Wut, der Trauer und was weiß ich was in dir niederkämpfen. In dem Moment, das gelingt dir, in dem Moment, wo du dich heilig sprichst, das wussten die 15-Jährige nicht. Wo hätte das junge Mädchen das auch wissen sollen, nachdem alle Welt da auf sie eingeschlagen hat, wie als wäre sie nicht gescheit. Ich meine damit die Welt, als wäre die Welt nicht gescheit. War sie auch nicht. Aber du kriegst alle Emotionen untergebuttert, also alle Emotionen von wegen Zorn, Wut, Trauer, was weiß ich was, wenn du dich heilig sprichst. Und das ist im Augenblick sehr, sehr wichtig. Und im Augenblick viel wichtiger als alles andere. Ein heiliger Mensch wird stets eine hohe Emotion haben. Und wie weit wir davon entfernt sind, das weißt du selbst, das weißt du in dir, das weißt du. In dem Augenblick, wo du deinen Staubsauger anschmeißt oder wo du deine Fenster putzt oder sonst was, dann weißt du genau, welche Emotionen du dabei hast. Ja. Der Gedanke, während du etwas tust, ich bin heilig, ich bin heilig, ich bin heilig, ich bringe alles und versetze alles in Kristallschwingung. Das wird dafür sorgen, dass du binnen kurzem diese Emotionen wieder hast, denn irgendwann ist das verdammte Fenster geputzt. So. Es geht darum, wie du die Überbrückung hinbekommst. Leben ist stets ein Übergang. Das heißt, der Tod ist eigentlich eine ewige Sache. Es kommt darauf an, wie lange du darin verweilst. Also wenn du sagst, ach, genial, fabelhaft, keine Sorgen, klasse, gut. Aber früher oder später hast du irgendwann das Verlangen, wieder was zu tun. Du möchtest wieder etwas wandeln, du möchtest wieder etwas verändern. Du möchtest wieder etwas in eine höhere Schwingung bringen. Besonders, wenn du dein Leben dazu zugebracht hast, nichts in die hohe Schwingung zu bringen. Dann pocht da das Gewissen, da pocht da dieses, ich könnte doch eigentlich. Und du kannst es auch, denn wer sollte dir das denn wehren? Du musst dich nur nicht wundern, angesichts der Hemmnisse und angesichts der Beschwerlichkeiten, die da auf dich zukommen, die allesamt das Echo von früher sind, du musst dich nur nicht wundern, dass das noch passieren wird. Gib diesem Hang auch immer wieder zu sagen, verdammt und ach Mist und muss denn auch. Und dann gib dem Hang, dich überall zu beschweren und ständig irgendwo Beschwerden einzureichen. Gib diesem Verlangen nach Möglichkeit nicht nach. Erkläre dich für heilig. Sprich dich heilig. Wer bitte sollte es sonst tun? Ja, Gott wird mich heilig sprechen. Ja, Gott wird mich ja rechtfertigen. Nee, das tut Gott immer nicht. Weil es einen Gott in dem Sinne, wie wir uns hier vorstellen, mit Großpapa und mit Rauschebart und sowas, nicht gibt. So eine Art Almühe. Das gibt es nicht, aber es gibt ein göttliches Bewusstsein. Du kannst das göttliche Bewusstsein haben, eine Kristallschwingung zu sein und alles in Kristallschwingung zu versetzen. Du kannst das göttliche Bewusstsein haben, selbst heilig zu sein und alles, aber mit dem, was du sagst und was du tust, und das erkennst du ja jeden Tag, alles in Kristallschwingung zu versetzen. Und zwar durch das, was du denkst. Das wird in dir ein wirklich gutes Gefühl auslösen. Ich weiß nicht, wie lange das bei dir dauern wird. Bei dem einen dauert es mehr länger, bei dem anderen weniger lange. Aber irgendwie kriegen sie alle doch den Bogen raus. Und versuche dich immer nach Möglichkeit mit etwas zu umgeben, was dich in eine hohe Schwingung versetzt. Irgendwie, was dich von alten, blöden Sachen ablenkt. Aber da droht ja irgendwas, da ist irgendwas. Na, es droht umso mehr, je schlechter deine Schwingung ist. In dem Augenblick, wo du verstanden hast, dich heilig zu sprechen, in dem Augenblick bekommt deine Schwingung einen dermaßen Schuss nach oben, dass sich bestimmte Sachen nur noch wie durch einen Puffer erreichen können. Dann ist das nicht so hart.
Das ist eine sehr praktische Lebensanleitung. Das ist etwas im Alltag. Ich rede nicht davon, ich schwafel nämlich von einem Gott, der später wirst du mal das Paradies haben, später wirst du mal das Paradies haben. Warum sollten die Menschen, die andauernd in die Kirche rennen, später das Paradies verfehlen? Die jaulen doch andauernd. Entschuldigung. Das ist doch wahr. Kein Mensch, ich meine, wenn jemand aurasichtig ist und sich dann Leute aus dem Gottesdienst kommen, sich anguckt, würde in irgendeiner Weise etwas Ähnliches sehen wie eine hohe Schwingung. Ganz im Gegenteil, der Einzige, der eine, ach ja, Schwingung hat, das ist der Pastor. Der fühlt sich gut. Kein Wunder, dass ich manchmal vor Zorn bebe, wenn ich sowas sehe. Hat da nicht gerade jemand gesagt, man soll seine Emotionen unter Kontrolle kriegen? Hier, das denkt man. Ja. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Okay, gut. Dann haben wir uns soweit, dann weißt du, du kennst meine Intention auch. Und weißt auch, dass ich, und weißt auch, aus welchem Grund ich bestimmt nicht auf die Idee komme, dass es irgendwo einen Messias gibt. Und dass weder irgendjemand, also dass keiner das sein kann, weil es immer um die Emotionen geht. Und jeder genau das Quantum an Emotionen zur Verfügung hat, was jeder Mensch hat. Es liegt doch an dir, das so oder so aufzufüllen. Und wenn du gerade ein beschwerliches Leben hast, wenn du gerade Schwierigkeiten hast, gerade krank bist, wenn du gerade, was weiß ich was hast, gerade mal einen Zahlungsbefehl fürchtest oder sonst irgendwas, einen Mahnbescheid fürchtest oder ähnliches, keine Panik. Das ist das Schlechteste, das Letzte, was du jetzt gebrauchen kannst. Was du jetzt brauchst, ist ein wirklich gutes Gefühl. Wohl wissend, dass du am Schöpfungsprozess des Universums beteiligt bist. Dass es hier nicht um Fantastereien geht, sondern tatsächlich um etwas ganz Konkretes. Du bist ein denkender Mensch und demzufolge ein fühlender Mensch. Und das Universum ist ein einziger Schöpfungsprozess. Und jedes fühlende und jedes denkende Wesen ist an diesem Schöpfungsprozess beteiligt. Und da hat keiner mehr zu sagen als der andere. Forget it. Nur Menschen kommen auf solche kuriosen Ideen, die noch nicht begriffen haben, worum es eigentlich wirklich geht. Aber jetzt begreifen wir es. Und dass ich das anderen Menschen sagen darf, das, ja doch, also so ein bisschen, also ein kleines bisschen stolz bin ich ja dann darauf nicht. Ja, nur das nützt natürlich mir überhaupt nichts, das nützt meinen Emotionen überhaupt nichts. Also bin ich jetzt glücklich, weil ich mich heilig spreche, oder bin ich glücklich, weil ich irgendwas zu den anderen sage? Wenn ich glücklich bin, weil ich irgendwas zu den anderen sage, ja, dann zurück auf die Schulbank. Aber ich fühle mich wirklich gut. Ich fühle mich richtig klasse. Ich spreche mich morgens bis abends heilig. Das ist kein Witz. Wenn ich wissen will, warum ich denn heilig, ja, weil ich also Kristallschwingung versetze. Ja, wieso denn? Ja, weil ich eine Kristallschwingung bin. Weil ich das weiße Licht meines Denkens bin und das weiße Licht meines Denkens zufällig alles in Kristallschwingung versetzt. Und zwar jeden einzelnen Gedanken. Jeder einzelne Gedanke versetzt alles in Kristallschwingung. Ich weiß das. Das weiß ich deshalb, weil ich das andauernd sage. Und das, was ich andauernd sage, gibt mir ein verdammt gutes Gefühl. Ein richtig gutes Gefühl. Und dann ist es auch nicht verdammt. Yeah. Haben wir es doch, oder? Yeah. Ja. Und ich bin ziemlich sicher, dass das nicht lange dauert, bis du das erkennst. Ich meine, bis du das innerlich weißt. Du weißt es. Du wusstest es von Anfang an. Du hast dich immer gewundert, oder dass viele Menschen haben sich gewundert, dass sie trotz allem nie ganz, dass sie nie wirklich verzweifelt sind. Das, also irgendwas war da, nee, eigentlich, irgendwas da schrie in dir. Da muss dann aber was sein. Ja. Und diesmal brauchst du nicht mehr darauf zu warten, dass es von außen kommt. Ist das nicht prima? An unseren Emotionen wird das liegen, ob es uns gut geht oder nicht. Und ich muss nichts weiter tun, als dafür zu sorgen, dass ich meine Emotionen, dass ich wirklich gute Emotionen habe, dass ich das nicht bekomme, weil ich andere gerade zur Strecke gemacht habe. Wenn also ein Vorgesetzter seine ganze Belegschaft da kaputt gehauen hat, und dann, und ich werde hier die Löhne kassieren, wenn ihr nicht hier sofort und so weiter. Und dann in seinen Chefsessel zurückkehrt und sagt, so, jetzt wird es ihnen aber mal gegeben. Ich nehme nicht an, dass es gute Emotionen sind, weder bei den Arbeitnehmern,
die sich jetzt irgendwie auch ziemlich blöd fühlen, weil sie denken, oh Gott, was ist denn, wenn ich so noch wieder Geld bekomme, was ist denn dann mit der Miete und so weiter und so fort. Also die ganze Gedankenkette, die das dann auslöst. Und der Arbeitgeber, na, der fühlt sich auch nicht so besonders gut. Der geht vielleicht anschließend Golf spielen, aber irgendwie, nee, nach einer Zeit nagt das. Fühl dich bitte gut. Fühl dich bitte immer gut. Und wenn du eine Bestätigung dafür brauchst, warum du das denn tust, dann weil du alles in Kristallschwingung versetzt. Ich bringe alles in die Kristallschwingung, alles, was ich denke, alles in Kristallschwingung. Ergebnis, ich bin heilig. Meine Emotionen sind einfach klasse. Hat das was? Danke sagen kannst du dir. Danke, oh, danke. Ich wollte gerade Schluss machen. Danke. Ja, das mit dem Danke sagen. Ja, danke ist natürlich eine prima Sache. Besonders wenn du ein Dual dankst. Du hast nämlich ein Dual, was übrigens dir stark dabei helfen wird, immer alles in Kristallschwingung zu versetzen. Denn, weißt du, dein Dual ist es. Du wirst es. Das ist nur der kleine Unterschied zwischen euch beiden. Dein Dual tut das doch schon. Andauernd und versucht nun andauernd mit den größten Mühen dich zu erreichen. Na also, wunderbar. Dann geh doch, ich bringe alles in Kristallschwingung und dann wirst du bitte einen kurzen super Kontakt zu deinem Dual haben. Ohne dass du übrigens gar nicht leben kannst. Und dein Dual ist nicht nur irgendwo da hinten, es ist in dir drin. Ich möchte dazu sagen, weil jetzt einige noch schon neu dazugekommen sind und also erstmal schön, dass ihr da seid. Ich möchte dazu sagen, dass jeder Mensch ein Dual hat. Davon hast du zweifellos schon mal gehört. Und dein Dual und du, ihr seid nicht zu trennen. Man kann euch nicht trennen. Das ist unmöglich. Und auch wenn ein Mensch sich, wenn einer von euch beiden sich dann also entschließt, auf die Welt zu kommen, und du offensichtlich hast es ja gerade mal getan, die Trennung zwischen deinem Dual wäre für dich unerträglich. Und darum hast du es auch gleich mitgebracht. Es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe ja meinen Dual hier auf der Erde gefunden. Wir haben uns ja nun gefunden. Kind, ihr wart nie getrennt. Was du gefunden hast oder was die Menschen da gefunden haben, sind Seelenzwillinge. Das gibt es tatsächlich. Dass man kommt aus derselben Geistfamilie und hat dann eine ganz ähnliche Entsprechung. Aber dein Dual, du hättest das niemals gewagt, dein eigenes Dual zu verlassen. Und das ist immer in dir drin. Immer. Das ist deine perfekte Ergänzung. Und deine perfekte Ergänzung sagt dir auch immer innerlich vom Gefühl her genau, was du jetzt am besten tun kannst. Weil es dich dann in ein besseres Gefühl versetzen würde. Und das Universum, sagt dich das schon, das Universum, das ist der Schöpfungsprozess, es wird über die Gefühle aufgebaut, über nichts anderes. Was ja eigentlich auch logisch ist. Stell dir mal bitte vor, das Universum würde über das aufgebaut, was wir anderen sagen und denken und was für uns da die Köpfe einhauen. Das wäre ein Universum, was. Sei froh, dass es über die Emotionen geregelt wird. Wobei natürlich dann getreulich jeder genau dahin passt, wo er noch gemäß seinen Emotionen hinpasst. Das ist fair. Das finde ich auch. Mit anderen Worten, ich kann also immer ein gutes Gefühl haben und das gute Gefühl wird mich immer davon trennen, nun ausgerechnet dahin zu gehen, wo man garantiert dann anschließend ein schlechtes Gefühl hat. Es kommt auf die Emotionen an, die ich selber habe. Und etwas in die Kristallschwingung zu bringen, ist eine echt super Sache. Und wo wir gerade bei Dank gewesen sind, deinem Dual zu danken, ist nicht unbedingt nötig, aber trotzdem, ach danke. Es ist eine feine Sache, weil Dank verbindet. Danken, das ist eine Art Verankerung. Es gibt einen tollen Spruch: Danken schützt vor Wanken, Loben zieht nach oben. Ein wahres Wort. Danken, wer wirklich dankt, verankert sich, also wenn du deinem Dual und deinem Schutzgeist und deinem Lichtengel und weiß ich nicht, was gibt es ja sonst auch, das höchste Selbst, das höchste Ego und was weiß ich was alles, wenn du denen allen dankst, dann verankerst du dich mit denen. Und das schützt in der Tat vor Wanken. Es kann sein, dass du mal kurz stolperst oder sowas, aber das war's dann auch. Also da passiert nicht viel. Und sie andauernd, also sich selbst andauernd über einen grünen Klee zu loben. Ich finde euch klasse. Ich fühle mich gut. Ich bin das weiße Licht meines Heiligen Geistes. Ich bin eine Kristallschwingung. Ich bin einfach das höchste Selbst. Ich verstehe mein höchstes Ego. Ich verstehe mich selbst. Ich bin einfach heilig. Das andauernd zu loben und uns selbst aber über den grünen Klee zu loben, heißt einfach, es zieht dich nach oben. Und nach oben wollten wir ja wohl auch. Mit anderen Worten, wir wollten uns erheben über diesen ganzen Mist hier. Wollten wir doch.
Was meinst du denn, wie es einem Nachbarn geht, der mit seinem Nachbarn einen Streit anfängt, weil sein Zweig, weil der Zweig seines Birnbaums oder Apfelbaums auf sein Grundstück ragt? Was soll das? Stellt ihn noch nicht. Wieso stellt ihn das? Wird lustig, wenn man sich überlegt, dass das Universum sich auf Emotionen aufbaut, was? Die ganzen kleinen Streitigkeiten hören auf. Auf jeden Fall. Es interessiert ihn nicht mehr. Aber wenn du ein gutes Werk verbringen willst, dann sag dem anderen das auch. Ihr lebt alle im Universum. Hallo, ihr seid am Schöpfungsprozess beteiligt. Hallo. Also hör bitte auf, deine Kalorien zu zählen. Lass ihn Quatsch. Und hör auf zu glauben, dass sich ein Würstchen in die Hölle bringt. Alles Quatsch. Was dich in die Hölle bringen könnte, wäre, dass du andauernd ein schlechtes Gefühl dabei hast. Das ist doof. Sehr sogar. Es versetzt sich in die Regel an derer, die sich auch doof fühlen. Ich hoffe, du verstehst, um was es geht. Ich danke euch fürs Zuhören. Und ich danke euch ehrlich gesagt dafür, dass ihr euch selber besser zuhört. Jetzt, wo, also jetzt, ja, okay. Jeder Gedanke kann mich in den Himmel erheben. Natürlich. Jeder Gedanke kann eine Emotion in mir verursachen, eine Emotion in mir lostreten, die mich in was weiß ich wohin katapultiert. Ein Gedanke vielleicht nicht so also eine alleine jetzt etwas schwer, aber eine Vielzahl von Gedanken tun's. Also sprich dich heilig. Ich bin heilig, ich bin heilig, ich bin heilig. Was habe ich gestern gesagt? Du bist deinem Geist nie näher, als wenn du etwas denkst. Heilige deinen Geist. Schleunigs. Fein. Holla, jetzt kriegen wir's hin. Wow. Wow. Ist das nicht prima? Das Beste ist, es kann nicht schief gehen. Alles gut.